In der Anfangsphase des Spieles EHC Salzburg Süd gegen den EC Hornet Salzburg zunächst einmal die Gastgeber in den meisten Dressen an der Scheibe. Immer noch die Gastgeber, aber Martin Resnerek wehrt den Puck ab. Jetzt aber Nachschuss, Schuss und Tor 1:0 für die Gastgeber. Herrlich herausgespielt und ein schöner Treffer. Das ist Martin Kresbanik, der Torhüter des EC Hornet Salzburg, der an diesem Abend noch einige Male hinter sich greifen musste. Zunächst einmal Martin Braschinger Schuss und Jan Brünster scheitert zunächst unter Nachschuss, sitzt im Tor zum Ausgleich. Pausenstand 2:1. Wir befinden uns im zweiten Drittel. Immer noch die Wild Boys versuchen es, aber der Puck geht am Tor vorbei. Neuer Versuch. Die Wild Boys, Pass hinter dem Tor und eigentlich keine wirkliche Gefahr. Das ist übrigens der Stürmer Martin Braschinger mit der Nummer 16. Jetzt wieder ein Weitschuss und Tor! Der Puck landete irgendwie durch die Schoner von Martin Kresanik im Tor und es geht auch so weiter. Tor! Ein weiterer Treffer von Georg Knoll. Insgesamt einer von 9 an diesem Abend, die der Wild Boys schossen. Nächster Versuch. Kontermöglichkeit. Tobias Brunner versucht es. Immer noch die Wild Boys an der Scheibe. Versuch, langt sich durch. Neuer Pass, aber der Pass geht vorbei. Kein und nach wie vor. Eine Szene, die sich bezeichnend für diesen Namen ist, Schuss und Tor. Treffer für die EHC Salzburg Süd. Keine Chance für Martin Kresmanik. Wieder der nächste Versuch. Tobias Brunner versucht es. Schuss und gehalten. Ein schöner Save des Goalies des EC Hornet Salzburg. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Jan Brünster, die Nummer 93, versucht es. Verliert den Puck an Alexander Gittstaller. Neuer Versuch. Guter Pass über die linke Seite. Neuer Versuch. Immer noch die Hornets an der Scheibe. Günther Bitter-Tschatscher. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Da war Robert Klausner die Sicht verstellt. Wir befinden uns in der Schlussphase. Neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Pass. Schuss und Tor. Ah, das war eines von 9 Treffern. Die Wild Boys gewinnen mit 9:3 und dieser Sieg ist auf jeden Fall hoch verdient.